Und jetzt kommt etwas, alle Hobbyautoren machen jetzt mal die Löffelchen lang, denn wir werden jetzt ein wenig sie ausfragen zum Thema Schreiben. Und ich weiß ja, dass gerade Autoren oder angehende Autoren diese Sachen besonders gut gefallen. Und ich denke, wir haben ein paar Fragen rausgesucht, die vielleicht ein bisschen origineller sind, die vielleicht noch nicht immer tausendfach gefragt wurden, Autoren, aber die euch auch vielleicht beim Schreiben ein wenig helfen könnten. Also ich hoffe, ich kann helfen. Wenn wir doch jetzt nur eine Autorin haben. Ist ja egal, wir fragen jetzt einfach ihr mal. Seid bestimmt. Total. Die, hoffentlich sind meine Antworten originell. Nein, sie sollen ja gar nicht originell sein, sondern sie sollen euch weiterhelfen. Also von daher, so. Ich bin gespannt. Also die erste Frage kommt von Annika Pieritz. Und sie hat gefragt, hast du noch Zeit für anderes, wenn du im Schreibfieber bist? Schwierig, schwierig, schwierig. Tatsächlich, weil dieser Schreibfieber erfasst einen ja oder mich jedenfalls nicht ganz so häufig. Und dann neige ich tatsächlich dazu, alles stehen und liegen zu lassen, weil ich denke, oh, diese Chance kommt so schnell nicht wieder, die muss ich nutzen. Also eher nein, ich versuche es zwar schon, aber wird knapp. Schreibst du Nächte durch? Nein, ich bin überhaupt keine Nacht-, Abend- oder sonst wie Schreiberin. Ich bin da ganz klassisch am Tag. Am schlausten oder am freisten bin ich eigentlich morgens. Ich glaube, das längste war mal bis 20 Uhr. Und das habe ich mir auch abgewöhnt, weil meine Figuren dann mir zu sehr in der Nacht um den Kopf tanzen. Und, aber jeder sollte, das geht ja hier auch um Tipps, seinen persönlichen Biorhythmus folgen, wenn das irgendwie kann. Und jede, ich kann nur sagen, den Flow nutzen, wenn es irgendwie geht. Machst du dir denn sowas wie Bürozeiten? Wie jetzt setze ich mich ans an Laptop und jetzt wird geschrieben 2 Stunden lang, ob mir was einfällt oder nicht. Das ist so ein verschämtes Grinsen auf meinen Lippen. Ja, ich mache mir total viele Bürozeiten. Aber du hältst dich ein oder was? Genau. Und da kommt mir leider seit neuestem Jahr immer Facebook ein bisschen in die Quere, weil normalerweise war so der Plan, ich sitze morgens um 9, wie gesagt, ganz plan, Festplatte ist gelöscht, also mentale Festplatte, und ich fange jetzt tierisch schnell schön an zu schreiben, lese eigentlich erstmal das durch, was ich am Vortag gemacht habe. Jetzt ist aber Facebook da und dann gucke ich mir Videos an, von euch zum Beispiel, und schon bin ich irgendwie in anderen Sphären. Aber nein, ich muss mich schon disziplinieren und ich versuche möglichst ab allerspätestens 11 Uhr zu schreiben und dann so lange ich kann. Dann gibt es irgendwann eine Pause. Also Pausen sind auch sehr wichtig, Entschuldigung, beim Schreiben. Und Disziplin, zumindest für mich auch, Entschuldigung, jetzt müsst ihr mal reden, ich muss mich mal eben rüspern. Also es ist nicht wie bei dir wie bei Consalicus, der hat, glaube ich, mal irgendwann gesagt, so ich setze mich morgens um 9 oder so an den Schreibtisch, arbeite dann bis Mittag und dann, was weiß ich, mal eine Stunde Pause und dann geht es weiter bis meinetwegen 16 Uhr oder 17 Uhr und dann ist auch Schluss. Ja, das war tatsächlich mal so. Ich glaube, ich war mal disziplinierter. Ich weiß es auch nicht. Irgendwas ist passiert. Also ich versuche schon pro Tag 4 bis 5 Stunden zu schreiben, wenn es irgendwie geht. Aber Ablenkungen sind ja, wie gesagt, gerade ganz viel da. Und hast du denn auch so deine spezielle Ecke oder so? Roald Dahl ist ja zum Schreiben immer in sein Gartenhäuschen gegangen. Mhm. Oder konnte hier du deinen Laptop auch eins eingerichtet. J.K. Rowling war immer im Café, wie wir ja alle wissen, hat er auf Babywindeln und Servietten geschrieben. Mhm. Nimmst du deinen Laptop überall mit hin oder hast du da einen festen Platz? Ich sitze wirklich sowas von unspektakulär an so einem ganz normalen Schreibtisch und habe auch eine plane Wand vor mir. Es gibt ganz viele Leute, die bei mir reinkommen und fragen, wieso nimmst du nicht den Fensterplatz? Also zum ganz, ganz klare Antwort, viel zu viel Ablenkung, deswegen könnte ich auch nie in Cafés schreiben. Ich gucke wirklich auf eine plane rosa Wand. Und darf da auch wirklich nicht nach links und rechts gucken. So und ich und mein Laptop und meine Figuren und sonst geht gar nichts. Also ich kann Notizen, kann ich mir in Cafés machen. Sonst. Ganz schlicht, ganz puristisch. Ich kann leider jetzt auch kein Erkerfenster, Zimmerfenster bieten. Aber wo wir gerade dabei sind, bei Frau Rowling, sie hat ja mal irgendwann erzählt, ob es jetzt eine Anekdote ist oder nicht. Sie hat ja im Zug gesessen und dann gab es ja, glaube ich, irgendwie eine Panne. Und genau, da ist die ganze Geschichte schon eingefallen. Ist das bei dir auch so? Gehst du durch Hamburg? Weil zumindest diese Geschichten spielen ja in Hamburg. Mhm. Oder wenn du auf Sylt bist oder Amrum oder so, gehst du da lang und auf einmal macht zack. So, und im Grunde genommen entsteht die Geschichte. Wie ein Geistesblitz. Oder gehst du da hin und sagst, so, und jetzt suche ich mir was. Jetzt brauche ich das Café, wo Cinderella vielleicht jobben könnte. Oder ich brauche
halt den Schauplatz? Also ich überlege mir bei jedem, also jetzt gerade speziell bei den Märchen vorher schon, in welchem, ich nenne das immer für mich Setting, das Ganze spielen soll. Also welche Themen sollen drin vorkommen, danach suche ich mir dann auch die Stadtteile aus. Und dann gehe ich auch schön brav los und denke noch so, ach, dann könntest du mal da und dahin gehen. Dann ist es wie beim Schreiben leider auch. Dann gibt es immer irgendwie Wege, die mich woanders hinleiten. Oder ich sehe plötzlich irgendwelche Details, die aus denen plötzlich Geschichten sprechen. Also es klingt irgendwie so ein bisschen merkwürdig, aber es gibt wirklich, alles findet mich so ein bisschen. Also ich sehe dann irgendwie einen merkwürdigen Stein oder irgendwas und der, ich will nicht sagen, der spricht mit mir, der flüstert nicht mit mir, keine Sorge. Soweit geht es mir noch gut. Gabriella, ich bin ein Stein, ich möchte dir eine Geschichte erzählen, so ist es nicht. Aber das bekommt so eine gewisse Eigendynamik. Und das finde ich auch das Spannende, dass man sich dann auch selbst immer wieder überraschen lassen kann. Also wenn du auf so einer Tour bist oder wenn du dein Setting besuchst, nimmst du dann ein Fotoapparat mit oder eine Videokamera und hältst das Ganze fest, um dir das irgendwo hinzupinnen? Oder hast du das einfach dann in Intus? Also jetzt würde ich gerne eine Anekdote zum Thema Gabriella und die Technik erzählen. Früher war es so, ich bin immer losgegangen mit einem Notizheft und einem Kugelschreiber und habe angefangen, die Dinge, die ich dann später wiedergeben wollte, abzumalen. Und irgendwann dachte ich so, das ist ja ganz schön zeitaufwendig. Wozu hat der liebe Gott eigentlich ein Fotoapparat erfunden? So, nun hatte ich aber kein Fotoapparat und dann habe ich mir, das war, als ich auf Amrum war und dann irgendwann so nach dem 10. Reddachhaus dachte ich, nee, ich kann A, nicht toll malen und B, das ist ja unglaublich ineffizient. Da habe ich mir so eine, wie heißt das Dinger, so eine Einwegkamera gekauft. Ja. So, genau. Das war also dann, wow, Technik ganz weit vorn, so mein erster Schritt. Mittlerweile besitze ich eine Digitalkamera, tütö. Und das mache ich auch. Also ich mache dann sowohl Videofilme als auch Fotos und das ist auch gut so, genau. Pinnst du dir die, du sagst ja, du guckst auf eine rosa Wand. Mhm. Pinnst du dir die da irgendwie noch hin zusätzlich, wenn du jetzt in irgendeinem Café die Geschichte spielen lässt, dass du da diese Orte dann, oder hast du sie so im Kopf, dass du die Fotos dann gar nicht vor dir brauchst? Also ich habe die eigentlich so im Kopf, weil ich natürlich meistens das auch irgendwo ansiedle, wo ich auch so schon häufiger bin. Und wenn ich mir dann unsicher bin, dann gucke ich nochmal den Film an oder ich gehe noch ein zweites Mal hin. Es gibt ja Schlimmeres, als ein zweites Mal einen Kaffee aufzusuchen. So. Aber ich, auch da ist es so, dass mich auch das, glaube ich, durcheinander bringen würde, wenn da jetzt zum Beispiel eine Sanddüne da vor mir jetzt, nee, dann würde ich mich mit dieser Sanddüne beschäftigen und dann würde ich auch schon wieder nicht mehr schreiben. Dann gehst du also schon geistig wieder. Dann bin ich schon wieder woanders. Ihr merkt, Konzentration ist wohl mein Thema oder Konzentrationsmangel. Okay, dann haben wir jetzt noch eine Frage von Monika Stützke und das ist, wie gehst du mit negativer Kritik um? Ich liebe sie. Tatsächlich, ich unterscheide zwischen zwei Formen von negativer Kritik. Wenn es die berühmte konstruktive Kritik ist, die nehme ich tatsächlich sehr ernst, weil ich auch ziemlich selbstkritisch bin und dann versuche ich oder erstmal mir zu überlegen, kann ich die annehmen? Das ist in der Regel so. Und ganz häufig ertappe ich mich auch dabei, dass das genau die Punkte sind, die ich im Prinzip schon vorher auch wusste. Dass am Ende des Buches, oder beziehungsweise wenn es gedruckt ist, wenn es eigentlich zu spät ist, fällt einem ja meistens, oder mir zumindest, ganz viel ein. Und ganz häufig sind das die Punkte, die auch kritisiert werden. Also von daher, dann denke ich mir so, oh, hätte ich doch mal so, oh, ist schade. Wenn aber das jetzt so eine Plattmacherkritik ist, die einfach, wo ich merke, da hat jemand einfach nur Lust, sich in irgendeiner Form an mir auszuagieren oder an meinen Texten, dann bin ich natürlich auch nicht gut gelaunt, aber dann versuche ich irgendwie, also da sage ich mir einfach, da hat jemand gerade ein Problem mit mir oder er ist im falschen Bein irgendwie aufgestanden oder keine Ahnung. Und das versuche ich dann wegzuschieben, was aber trotzdem nicht einfach ist. Ja gut, angenehm ist es wahrscheinlich nie. Nee, das kennt ihr ja, ich weiß nicht, ich hoffe, ihr habt... Wir haben durchaus mal nicht anzureden. Genau. Also, oder im Leben ist ja egal, ob jetzt in Sachen Videos. Man wird ja immer irgendwo mal kritisiert. Genau. Aber ich finde, man kann ja auch meistens wirklich lernen, wenn man auch lernt, das zu differenzieren. Gut, es ist immer ein Unterschied, ob jemand sagt, du bist doof, oder jemand sagt, das und das könntest du besser machen. Darüber kann man nachdenken. Genau. An dem, ob ich jetzt doof bin oder nicht, kann ich wahrscheinlich nichts ändern. Und dann muss man auch sagen, wenn du mich jetzt so doof findest, dann such einfach vielleicht nicht den Kontakt mit mir. So könnte abfärben. Genau. Wenn du so ein Buch fertig geschrieben hast, wie lange begleitet es dich da noch geistig? Oder denkst du dann nochmal zwischendurch, ah, das hätte ich anders schreiben können? Oder ah, die Idee ist mir jetzt noch dazu gekommen, ach ja, ist zu spät? Also an
sich bin ich tatsächlich, das ist ja immer so mein sakraler Moment, wenn ich dann The End unter die Geschichte schreibe und dann in dem Moment, wenn ich es an meine Agentin und meine Lektorin, das läuft immer parallel, wegmaile, das ist dann immer so der Moment, wo ich eigentlich auch loslasse. Also ich bin ja Wassermann, du auch, und wir Wassermänner sind ja relativ gut im Loslassen. Aber dann holt mich die Geschichte wieder ein, wenn tatsächlich das fertig gedruckte Buch da ist. Und meistens nehme ich mir die Zeit, das nochmal durchzulesen. Und dann geht genau das los, wo ich denke, oh Mann, und das hast du vergessen und das hättest du noch machen können und oh nein und ach Gott. Und sind das nicht grässliche Momente? Das sind ganz furchtbare Momente. Ganz im Ernst, wenn dann noch jemand kommt und sagt, Gabriella, das hättest du aber mal. Und dann sitze ich da echt so, oh nein, ihr habt so recht und es ist alles ganz schrecklich. Können wir bitte die Auflage jetzt mal wieder zurückholen? Oder, oh nee, ganz schlimm. Aber generell, jetzt gerade bei den Märchen, die begleiten mich im Moment andauernd, weil ich ja auch ein bisschen darauf achte, dass die Figuren sich alle wieder treffen können. Und ja, das ist doch eigentlich sehr positiv. Ich habe es jetzt bei Cinderella, da kam Schneewittchen wieder vor. Das Dornröschen-Hotel hatte einen kurzen Auftritt. Ja, weil Dornröschen schläft jetzt. Jamie Tim hat endlich sein Restaurant und es läuft eigentlich alles. Ja, es ist aber auch für den Leser oder für mich zumindest immer schön, wenn die Person nochmal wieder auftaucht. Ah, das ist schön, weil das war nur mal so eine spontane Idee und ich habe meine Lektorin angerufen und gefragt, wie würdest du es finden, wenn? Und dann sagt sie, überhaupt habe ich nichts dagegen und jetzt merke ich auch gerade, dass das gut ankommt. Aber ich habe jetzt zum Beispiel, als ich Märchen 4 abgegeben habe, fiel mir ein, ich habe Cinderella vergessen. Nun ist aber Gott sei Dank noch nichts passiert, das ist noch nicht gedruckt. Ich habe jetzt ein Post-it bei mir hängen, Cinderella einarbeiten, das kann ich also nicht dran legen. Okay, dann gehen wir jetzt mal wieder zu den Standardfragen oder zu den Fragen, die uns eingesendet wurden. Und noch eine von Monika Stutzke. Kannst du dir vorstellen, ein Buch mit einem Co-Autor zu schreiben? Ja, die Frage fand ich ganz besonders toll, weil ich sie mit einem ganz herzlichen Ja beantworten kann. Und tatsächlich, es gibt auch schon einen unterschriebenen Vertrag, auch die Abteilung Top Secret, mit einem männlichen Kollegen. Da freue ich mich die Bolle drauf, das wird nächstes Jahr passieren. Ich erzähle noch nicht, wer es ist und worum es geht, aber da ich eigentlich eine sehr freudige Teamarbeiterin bin, finde ich das toll. Ich weiß auch nicht, wie es in der Realität funktioniert, aber wir haben so eine Wellenlänge und ja. Also du arbeitest auch mal ganz gerne im Team. Sehr gerne. Du bist nicht diejenige, die nur ein Einzeltäter ist. Nein, das ist eigentlich auch für mich relativ neu, weil ich ja vorher im Verlag gearbeitet habe und das war schon für mich ganz toll, wenn so viele verschiedene Menschen an einem Buch beteiligt sind, gerade im Kinderbuchverlag, noch mit Illustratoren. Das war, also da bin ich wirklich sehr aufgeblüht und das ist jetzt manchmal ein bisschen schwierig, wenn man allein am Schreibtisch sitzt und ich wollte gerade sagen, die Lektorin, du hast ja einen ziemlich einsamen Beruf dann ausgesucht. Ja, der bietet ja auch viele Freiheiten, aber ich bin schon eigentlich doch kommunikativ, kommunikativ und arbeite ausgesprochen gerne im Team. Gut, nächste. Also Co-Autoren will ich schon sagen. So, da kriegst du jetzt sicherlich richtig viele Zuschriften. Nein, ich habe auch schon ein paar Sachen abgelehnt, bitte, das war nicht ernst gemeint, auch wenn ich es gerne machen würde. Okay, Victoria Taylor hat geschrieben, ist es Stress für dich, wenn Leser und ein Verlag erwarten, dass bald was nachkommt? Erstmal hallo Vicky. Vicky ist ja die Gewinnerin meiner Aktion. Das Los hat entschieden, Victoria Taylor ist es geworden. Die hat meine signierte Cinderella bekommen. Und zwar aber nicht, weil jetzt die Frage so ganz, also die ist toll, so meine ich es nicht, aber es war jetzt die Frage aller Fragen, die zum Beispiel Karin Fiedler vielleicht vermutet hatte. Nein. Also der Stress entsteht eigentlich nur durch den Zeitdruck. Ansonsten finde ich es ja eine unheimlich privilegierte Situation zu sagen, oh, ein Verlag und Leser wollen was von mir. Es wäre ja schrecklich, wenn ich dann sagen würde, oh Gott, was ein Stress. Also das ist nicht, oh Gott, ein neuer Engelmann. Oh Gott, ein neuer Engelmann. Oh Gott, jemand will mir Geld dafür geben, dass ich so, genau, oder genau. Plötzlich leert sich alles in Bückeburg herum und die Postadresse von euch ist irgendwie nicht mehr zu ermitteln. Meine Bücher kommen zurück, nein. Es ist nur manchmal tatsächlich diese strenge Taktung, jetzt auch durch das Grimms Jubiläumsjahr. Ich hätte gern ein bisschen mehr Zeit für die Dinge. Aber ich will nicht mehr kann. Okay, nächste Frage. Bist du eher der Künstler oder der Handwerker? Beides. Also, oder meint ihr jetzt, ob ich jetzt handwerken kann im Sinne von Bohrmaschinen? Ich glaube, gehst du daran? Ich glaube beides. Also ich sowieso Handwerk ist, glaube ich, egal in welchem Beruf. Diese Basics, die sind die Basics, wie der Name schon sagt. Aber ich bin auch Künstlerin genug, ich komme auch aus einer Künstlerfamilie und ich glaube doch. Also ich würde aber nicht rumlaufen und sagen, ich bin eine Schriftstellerin, eine Künstlerin, das nicht, aber ein bisschen kreativ. Was sind denn die Basics?
die Basics sind die Disziplin, von der wir gerade gesprochen haben, die gerade im Moment nicht so toll ist. Ja, wirklich Recherche, schon auch zu wissen, wie werden Stories gebaut, sich die Charaktere genau anzugucken. Natürlich auch sprachliche Geschichten, ist ja ganz klar. Man sollte schreiben. Also, genau. Liebe angehende Autoren, man sollte schon schreiben. Geht zur Schule. Geht zur Schule. Genau. Guckt auch mal in Duden. Ehrlich gesagt ist das immer wieder hilfreich. Mache ich dann auch gelegentlich mal. Oder sollte ich vielleicht auch mal öfter tun. Ja. Okay. Wenn du, ja, das hatten wir ja schon. Wer Nehmen oder was? Nein, wir zu lang? Kurze Frage. Director's Cut, Limmerby. Wer oder was inspiriert dich zu deinen Charakteren? Freunde, Promis, fiktive Personen oder stehen sie ganz plötzlich hinter dir? Ups, ein Charakter. Stimmt, du kommst ein Zeichen. Eigentlich, ich bin ja eine große Beobachterin, jetzt nicht unbedingt bewusst, dass ich jetzt, also ich muss jetzt keine Angst vor mir haben, dass ich dann da so sitze und denke, so nicht, aber ich saug sehr viel auf wie so ein Schwamm. Ja. Siehst du gerade gekommen? Ich bin überhaupt eine Lupe dabei. Genau, und habe euch erstmal in die Ecken gekrochen, habe euch dann ausgefragt nach den intimsten Dingen und so weiter und so fort. Und dann hast du jetzt werden wir zum Buch doch nicht brauchbar für meine Roman. Genau, so weiter so. Genau, so ungefähr läuft das. Nein, aber ich beobachte unbewusst, glaube ich, das habe ich immer schon gemacht und das ist so eine Mischung aus dem, was ich so immer sehe oder ich schnapp mal irgendwie Gesprächsfetzen auf und auch da die Charaktere stehen, ob sie jetzt hinter mir stehen, weiß ich nicht, aber nee, die sitzen dann so auf der Tastatur und schreien, hier, ich will beschrieben werden. So ist es dann. Die haben ein Eigenleben. Sie haben ein Eigenleben? Sie haben ein Eigenleben. Und du lässt ihnen auch ganz viel Eigenleben. Du legst sie nicht an die kurze Leine. Nee, ich bin ja so froh über dieses Eigenleben, weil was ist toller für Autoren, als wenn da irgendwie Figuren rumtanzen und sagen, ich will jetzt das und das erleben. Also das, ich finde, das ist super, weil ich bin nur immer wieder überrascht, weil ich sitze dann da und denke, diese Szene wird jetzt genauso und so ablaufen. Und dann sind meine Finger auf der Tastatur, ich gucke so auf den Bildschirm und denke, ist auch interessant. Das ist jetzt das Gegenteil von dem, was ich machen wollte. Ja. Haben dich schon mal Charaktere so völlig überrascht, wo du sagtest, mein Gott, der sollte jetzt ja eigentlich böse sein, aber der ist ja doch ganz lieb. Ich habe ja nie so wirklich böse Charaktere. Doch, ich glaube, das hatte ich jetzt auch gerade bei den Märchen so ein bisschen, bei Cinderella war ja so das Thema, es gibt ja diese zwei ganz klassisch blöden Stiefschwestern und da habe ich gedacht, nee, das geht irgendwie nicht, beziehungsweise die eine von denen hat mir zugeflüstert und hat gesagt, also so böse will ich dann auch nicht sein. Ich möchte auch ein bisschen von meiner Leserin gemocht werden. Also du bist schon so jemand, der auch auf die Charaktere hört und nicht sagt, nee, du musst jetzt bitte böse bleiben. Nee. Stell dich mal auf Hassbrief ein. Nein, ich bin ja so ein bisschen so Leben und Leben lassen und wenn die Charaktere das jetzt so von mir wollen, bin ich durchaus bereit, mich mit ihm zu arrangieren. Aber wenn jetzt Cinderella die Pumpgun rausholen würde, würdest du ihr schon Einhalt gebieten? Pumpgun. Ja, würde ich wohl tun, genau. Ich verabscheue jede Form von Gewalt. Es sei denn, ja, genau. Siehste, da haben wir die Lösung. Ja, da haben wir die Lösung, genau. Yoda versteht mich. Genau. Genau, ein kurzer Schrecken. So, das haben wir dann jetzt auch schon abgeklärt. Das hätten wir jetzt auch erledigt. Genau, wie recherchierst du? Bist du jemand, der dann Dornröschen, glaube ich, war es, die im Hotel arbeitete? Gehst du dann in so ein Hotel rein und sagst, hier, ich möchte mal mit euch reden, euch Angestellten, wie läuft denn das ab? Wie ist euer Tagesablauf? Oder sagst du, ich google das jetzt einfach mal, ob mal jemand von seinen Erlebnissen berichtet hat? Oder suchst du dir Bücher? Suchst du den Kontakt zu den Menschen? Was machst du da? Ich habe genau, also je nach Thema, zwei verschiedene Herangehensweisen. Im Hotel ist es tatsächlich so, dass ich mal selbst auf die Wahnsinnsidee verfallen bin, Hotelfachfrau werden zu wollen. Also was auch immer mich da geritten hat, ich habe es genau ein halbes Jahr gemacht. Das ist autobiografisch in diesen Roman eingeflossen. Jede einzelne Zimmerputzsequenzszene wurde von mir persönlich erlitten. Also sorry an alle, die im Hotel arbeiten, das ist wirklich, glaube ich, ein toller Beruf. Aber diese Zimmermädchenphase, das fand ich so nicht so toll. Aber ich habe auch in einem Buch, das hier nicht steht, die Villa zum Verlieben, bin ich tatsächlich an ein Reisebüro gegangen, habe da recherchiert. Ich bin auch in einen Blumenladen gegangen und habe da hospitiert oder wie auch immer man das macht. Ich spreche ja auch gerade bei der Recherche für Wolkenspiele sehr gern mit, wie nennt sich das schon, Insulanern.
Mit Einheimischen. Mit Einheimischen, genau. Auch da wieder klassisch, erst mit Notizblock und dann habe ich gedacht, oh, es gibt doch auch Diktiergeräte. So, ich werde immer professioneller. Aber ich lese auch wahnsinnig gern Bücher. Also jetzt gerade bei den Märchen stapeln sich seitdem bei mir die, ich wollte jetzt gerade aus Versehen Märchen 5 verraten. Also da habe ich jedenfalls auch einen großen Stapel Bücher, weil das ist für mich eigentlich Recherchequelle Nummer 1. Und dann kommen die Menschen, also dann fülle ich das mit Leben. So, recherchierst du denn gerne, wenn ich jetzt, darf ich? Okay, wenn ich das jetzt nicht vergesse, denkt daran, ich bin schon älter. Dann sollten wir unbedingt die Monate zuerst sehen. Ja, so genau, das Vorrecht der Älteren. Nein, weil es gehört jetzt, oder fiel mir jetzt gerade so ein, es sind ja alles Grimm-Märchen und nächstes Jahr ist ja auch dieses Grimm-Jubiläumsjahr. Genau. Hast du dich jetzt auch mit den Grimm-Brüdern so auseinandergesetzt oder wirklich nur mit den Märchen? Ilona hat mich bei einer Bildungslücke erwischt. ich wünschte, ich könnte jetzt sagen, ich hätte die, weiß ich nicht, nein, tatsächlich muss geschehen, nur mit den einzelnen Märchen. Also du hast auch jetzt nicht geplant, noch so eine kleine Pilgerreise an die Werkstätten? Doch, oder? Also jetzt, wo du es gerade sagst, also ich werde also nächste Woche sofort, nein, wenn ich die Zeit hätte, würde ich das, glaube ich, gerne machen, aber es wird knapp. Aber ich hätte wohl keine Biografien über die Brüder gelesen. Nein, ich stimme nicht. Unendlich. Nee. Hätte ich aber normalerweise tatsächlich, wenn ich, jetzt werde ich glaube ich rot, weil ich mich ertappt fühle. Nein, das ist wirklich, das ist jetzt genau der Punkt. Da sind wir genau an dem Punkt, wo ich dann sage, hätte ich mehr Zeit, würde ich das gerne so machen und dann hätte das natürlich gut, als aber, Basis dazu gehört. Ja gut, aber ich sage mal, es geht ja nicht um die Brüder Grimm. Aber es trotzdem geht ja halt nur um die. Zu wissen, also natürlich weiß ich, dass sie Volksmärchen gesammelt haben, aber ich habe ja noch nicht mal diesen Film gesehen, Brothers Grimm. Den kannst du dir der soll ja auch sehr schlecht sein. Ja, der ist sehr schlecht. Wir haben ihn ausgemacht. Wir haben ihn 20 sogar. Minuten Regel. Weil ich ihn unbedingt haben wollte. Ich wollte ihn aber wegen Heath Ledger gucken. Ja, aber ich auch. Ja, nicht so. Wegen den Grimms. Also Ilona hat mich jetzt gerade ertappt. Jetzt kommen wir zu Sina, die hoffentlich eine weniger verfängliche Frage an mich hat. Ja, hast du sie jetzt vergessen? Nein. Nee, du bist ja so jung. Genau. Wie ihr das noch voll intakt. Ob du gerne recherchierst. Ja. Ist das auch schon so etwas, worauf du dich freust bei einem Buch oder wonach du dir auch die Geschichten aussuchst? Ehrlich gesagt, jetzt darf ich Sylt recherchieren oder jetzt darf ich mich mit Schuhen auseinandersetzen. Genau, die Schuhrecherche. Oder Street Art. Ja, also es ist wirklich so, dass ich mir ganz ehrlich, also wenn es irgendwie geht, die Themen nach der Recherche aussuche, also nachdem, es geht ja immer darum, es muss mir ja auch Spaß machen und deswegen siedle ich die Märchen in Settings an, die ich mag. Und ich habe auch nicht ganz unbewusst die Wolkenspiele auf Amrum spielen lassen, weil das einfach eine wunderschöne Insel ist. Und wenn es nach mir ginge, ging ich noch nach Föhr und nach, ach, da gibt es noch viele schöne Ziele. Inselhopping. Ja. Aber du hältst nicht mehr an die nordfriesischen Inseln. Momentan noch ja, aber es wurde schon an mich herangetragen, was ich noch alles hübsche schreiben könnte. Nur wann? Ja. Also bislang sind es die nordfriesischen. Mhm. So, jetzt haben wir eine Frage von Karin Fiedler. Und das ist, was fasziniert dich am jetzt komme ich wieder. Nein. Jetzt hast du den Namen Karin Fiedler ausgesprochen. Genau, das ist ja schon ein Hallo Karin, ich wusste gar nicht, dass du so furchteinflößend bist. Was fasziniert dich am Leben am meisten und wie viel davon bringst du in deine Bücher, in deinen Büchern unter? Jetzt habe ich es aber mit verspeichern. Ja. Ja, genau. Du versprichst dich, ich mache M. Das fasziniert mich und am meisten. Und du schaust dir das ganz gelassen an. Und also mich fasziniert am Leben am meisten, also mich faszinieren Künstler, das ist, glaube ich, auch kein großes Geheimnis, aber vor allen Dingen auch Menschen einfach, die so ihren Weg gefunden haben. Das finde ich immer unglaublich toll, wenn ich auf Menschen treffe, wo ich einfach sehe, egal was sie machen, wie sie leben, die sind irgendwie, wie es so schön heißt, in ihrer Mitte und die strahlen irgendwas aus. Also das finde ich ganz ganz toll, daran arbeite ich selbst bei mir und das ist ja auch der Weg, den ich meinen Figuren immer so zufüge. Ich mache immer hier den so, aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Also wenn jemand einfach bei sich ist, heißt das, glaube ich, so. Das finde ich ganz toll. Du schickst also deine Charaktere immer auf den Selbstfindungs-Trip. Genau. Der, den ich so. Ich muss immer all das machen, was also, ich... Also können wir vielleicht irgendwann damit rechnen, dass alle Prinzessinnen, die ja keine Prinzessinnen sind, irgendwann den Jakobsweg gemeinsam sind? Ja, unbedingt. Das ist eine super Idee. Und der Jakobsweg führt auf Umwegen irgendwie auf die nordfriesischen Inseln. Ich genau. Also, die wird alles mit eingebunden. Da dürfen sie sich dann erholen. Genau. Ja, einmal ein gutes... Einmal für dich gehen sie nochmal Indien. Genau.
und gucken alle zusammen Darjeeling Limited. Nee, jetzt. Und gehen in den Ashram. Gehen in den Ashram und ja, so. Hast du Tipps für angehende Autoren? Disziplin, Leute. Genau. So, jetzt mache ich mich hier wieder ganz groß und sage, lesen, 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 schreiben, schreiben, schreiben. Nein, also ich finde lesen, also ich bin immer wieder erstaunt, wenn ich höre, dass angehende Autoren, meistens auch jüngeren Datums, eigentlich gar nicht gern lesen. Da frage ich mich, wie kann es sein? Also verstehe ich jetzt gerade irgendwie nicht. Also wirklich, Leute, lest. Guckt euch ein bisschen an, wie sind diese Bücher aufgebaut. Wenn ihr dazu keine Lust habt, habe ich noch den leichteren Tipp für euch, nämlich Filme gucken. Denn es gibt ja eigentlich immer diesen klassischen Dreiakter. Wir sprachen ja von Figurenentwicklung. Wo steht die Figur am Anfang? Wo soll sie am Ende hin? Und welche dramaturgischen Holpersteine gibt es zu überwinden? So, das ist schon mal so das klassische Basic. Und das kann man, wenn man jetzt nicht gern lesen möchte, entweder Hörbücher hören oder, wie gesagt, Filme gucken. Und dann würde ich einfach mal sagen, das Geschriebene, vielleicht nicht unbedingt der besten Freundin oder den wohlmeinenden Großeltern zeigen, weil die sind ja per se schon mal verzückt und finden alles ganz toll, was man so macht, sondern vielleicht einer anderen Vertrauensperson, ob das ein Lehrer ist oder... Aber es sollte schon passen. Sollte, ja, natürlich sollte es passen. Weil ich kann, nicht ich kann sein, dir jetzt sagen, ich habe das damals... Ein wichtiges Thema ist angeholt worden. Ja, weil... Ja, Sina, Auftritt, ja. Ja, weil ich habe es damals einer Lehrerin gegeben. Und was kam zurück? Viel zu viel Sprache, also viel zu viel, die sprechen viel zu viel, viel zu viel Dialoge. Du, das ist ja ein Prosatext. Du musst wesentlich mehr dazwischen einfangen, du musst wesentlich mehr Szenen dazwischen haben. Das hat mich völlig verunsichert. Wie alt warst du da? Da war ich 18, nein, da war ich schon älter, 18, 19. Und ja gut, aber wie stellte sich dann heraus? Sie hat halt auch nur so richtig hohe Literaten gelesen. Mhm. Und diese neuere Literatur, ich habe dann auch wirklich darauf geachtet, ich habe teilweise die Zeilen zwischen den Dialogen wirklich gezählt, wie lang die sind. Ich war völlig verunsichert, bis ich herausgefunden habe, dass sie ja was völlig anderes gelesen hat. Und dadurch mich ja eigentlich nur verunsichert hat, weil die würde niemals einen Frauenroman oder ein Jugendbuch wirklich in die Hand nehmen und lesen. Und da fehlte ihr natürlich auch total. Also du brauchst die passende Zielgruppe, wenn... Ja, ne? Genau, ja. Das finde ich auch. Also das ist ja immer wieder auch der Streit bei der sogenannten Chicklit oder Frauenunterhaltung. Die wird natürlich niemals Gnade vor Rezensenten Augen finden, die sonst ausschließlich... keine Ahnung, meinetwegen jetzt Michel Houellebecq lesen. Das ist ja totaler Blödsinn. Genau, das ist ein sehr wichtiger Hinweis. Man sollte sich an jemanden wenden, der vielleicht durch einen Beruf irgendwie ein bisschen Blick darauf hat und auch dieses Genre dann auch tatsächlich kennt. Das ist natürlich wirklich ein berechtigter Einwand. Aber eben distanziert und neutral genug ist, um das beurteilen zu können. Weil ich kenne das noch aus meiner Verlagstätigkeit, da kamen ganz viele Begleitschreiben. Meine Oma hat gesagt, die Nachbarin hat gesagt und so weiter. Und das war dann sozusagen die Legitimation, uns als Verlag dieses Manuskript anzubieten. Und da sitzt man schon manchmal da und denkt, ja, ist ja ganz nett, aber man weiß auch, woher es so kommt. Und also jetzt der weitere Schritt, also was kommt nach dem Schreiben, das Thema Veröffentlichung, interessiert ja auch wahrscheinlich ganz viele. Ich würde gerade, weil die Buchbranche im Moment nicht gerade unbedingt einfach ist, auf jeden Fall dafür plädieren, sich eine seriöse Agentur zu suchen und nicht den Fehler zu machen, selbst irgendwelche Manuskripte unverlangt an Verlage zu schicken. Da gehen die unter und das ist eine ganz unerfreuliche Geschichte. Also einfach den ganz klassischen Blog. Es heißt ja immer, man sollte 20 Seiten geschrieben haben von so einem Buch und dann sich an Agenturen wenden oder an Verlage direkt. Oder würdest du erst sagen, Buch fertig schreiben und dann an die Verlage gehen? Oder zumindest schon mal ein Drittel fertig haben oder so. Weil es heißt ja immer, die ersten 20 Seiten mit dem Exposé und dann ab dafür. Also die besseren Chancen hat man auf jeden Fall mit dem fertigen Buch, weil Verlage immer die Angst haben, dass jemand ganz fulminant startet und genauso fulminant dann in sich zusammenbricht. Da gibt es ja auch durchaus Beispiele dafür. Diese berühmten 20 Seiten, die gelten eigentlich, glaube ich, eher, wenn man schon etabliert ist und wenn man vielleicht
den Verlag wechseln wollen würde oder sowas. Aber es ist schon besser. Also im Moment sind unsichere Zeiten und was passiert aus unsicheren Zeiten heraus? Die Leute wollen natürlich möglichst viel Sicherheit haben, also sprich, die wollen den gesamten Text sehen eigentlich. Und ich denke einfach, wer wirklich schreiben möchte, wer in diese Branche reinkommen möchte, sollte sich nicht nur die Mühe machen, darum geht es glaube ich gar nicht, sondern der sollte ja schon den Drang dazu haben, auch für sich selbst, einfach sich selbst zu beweisen, ich habe diese, wie auch immer, 100, 400 Seiten, wie auch immer, wie lang schreiben möchte, auch durchgehalten und stehe auch komplett hinter diesen, wie auch immer, wie langen Büchern auch immer. Und wer das als Mühe schon empfindet, der ist glaube ich eh nicht ganz richtig. Hast du in diesem Bereich? Hast du mit Kurzgeschichten angefangen oder hast du dich gleich an ein Riesenprojekt gesetzt? Ich habe tatsächlich mit einem kompletten Roman begonnen, mit der Promi-Jägerin, die ist jetzt gar nicht mehr lieferbar. Und habe es auch genau, wie ich es jetzt eben auch geschildert habe. Der Roman war fertig, als er in Frankfurt auf der Buchmesse angeboten wurde. Und ich habe erst viel später mit Kurzgeschichten begonnen. Also auf Anfrage hin habe ich sie geschrieben und wusste auch nicht, ob ich das kann. Und kommst du damit gut klar? Ja, also ich habe letztes Jahr, glaube ich, irgendwie eine gefühlte Million Kurzgeschichten geschrieben. Und ich mache das zwischendurch wirklich immer gern. Also dieses Jahr habe ich in einer schönen Anthologie mit schwerem Herzen abgesagt. Die Autoren wissen auch, wen ich jetzt meine. Jetzt muss ich mich auf Romane konzentrieren, aber wobei ich lese nicht gern Kurzgeschichten. Ja, auch keiner. Verlage bitte weggucken. Keiner liest gern Kurzgeschichten. Ja, ich will nicht halt schweigen. Ja, wenn das Stoff toll ist, will man ja gern mehr lesen. Ja, das ist. Also bei mir ist es auch so, unter 200 Seiten, wenn ich dann ein Buch sehe, unter 200, dann denke ich schon, na, willst du das überhaupt? Mhm. Du lernst die Charaktere gerade kennen und dann genau. Tschüssikowski. Ich glaube, genau. Diese Kurzgeschichten ja. Sind auch mehr was, oder könnte ich mir vorstellen, für Leute, die etwas weniger lesen. Also ich brauche immer eine Zeit, bis ich wirklich warm werde mit den Charakteren und dann möchte ich eigentlich auch immer mehr und mehr von denen. Wir sind ja auch typische Serientäter, müssen wir ja dazu sagen. Das stimmt, das seid ihr. Also so eine Kurzgeschichte bringt mich eigentlich immer mehr aus dem Tritt. Ich habe dann auf einmal schon wieder Charaktere im Kopf, die habe ich für mich noch nicht verarbeitet und die Geschichte ist schon wieder zu Ende. Die längste Reihe, die wir im Schrank stehen haben, hat 15 Bände. Also, daher. Oh mein Gott, was ist das? Tante Dimity. Da oben. Siehst du die ganze Reihe? Oh, ja. Ihr könnt sie nicht sehen, aber... Naja, Charlene Harris sind auch schon 11, glaube ich. Hier siehst du auch eine. Das sind auch schon 10, 11. Ja, Serientäter. Das stimmt. Also unter Trilogie macht es ja heute auch keiner mehr. Und jetzt auch noch 15 Bände. Ich bekomme Angst.